Ja, hier ist der Detlef von Wake News Radio und ich möchte heute eine besondere Sache vorstellen, und zwar ein neues Projekt, den Aufbau einer kostenfreien TV-Internet-Stream-Plattform. Ja, in Anbetracht der bereits stattfindenden bzw. anstehenden Drangsalierungsversuche der neuen Weltordnung oder NWO, unsere Rede- und Meinungsfreiheit, die uns allen gemäß internationalen Menschenrechten, dem Völkerrecht und den meisten Verfassungen garantiert werden, einzuschränken und der Zensur von allen möglichen Sozialplattformen wie Facebook, Twitter und viel mehr, sowie Google, die dabei sind, YouTube vollends unbrauchbar zu machen für die Aufklärung der Menschheit und in Anbetracht der Volksverdummung und Propagandisierung durch die Massen- oder Matrixmedien, ist es für uns alle notwendig, Alternativen zu haben bzw. zu generieren. Aus diesem Grund möchte ich hier weltweit öffentlich dazu aufrufen, sich einzubringen und mitzuhelfen, ein souverän gestütztes Medium aufzubauen, das nicht gewinnorientiert operieren, sondern ein sich selbst tragendes, gemeinnütziges Projekt sein soll. Hier will ich auch nicht unbedingt eine solche Plattform nur für Wake News oder Wake News Radio oder Wake News TV aufbauen, sondern es sollte eine Plattform für viele alternative Medien sein. Sicher werden sich viele kleine oder mittlere Unternehmen, sicher keine Globalisten, finden, deren Dienstleistungen und Produkte dort im Rahmen der Sendungen und Beiträge in Form kooperativer Werbung und Unterstützung der Plattform vorgestellt werden können und mit ihren Beiträgen neben Spenden und oder Mitgliederbeiträgen, zum Beispiel als Kulturverein, diese neue Medienplattform unterstützen und tragen werden. Es soll eine politisch konfessionell parteilose und wirtschaftlich unabhängige Plattform sein. Es handelt sich um Sendungen mit Nachrichten- und Informationsschwerpunkten, aber auch Musik, Interviews und so. Ja, und für den Aufbau dieser neuen TV-Internet-Stream-Sende-Plattform, Standort Schweiz, mein Vorschlag, werden interessierte Partner aus dem Bereich Programmanbieter, Sender, Medien, Leute mit technischem und Informatik-Hintergrund, Serverkapazitäten, Hoster, Werbung treibende Sponsoren, Gönner, interessierte Mitglieder, wenn wir einen Verein gründen, und viele mehr gesucht. Und bei technisch interessierten Leuten natürlich hier vor allem solche mit Kenntnissen im Streaming, Programmierung, entsprechenden Webseiten-Know-how, Interesse an Medien, Produktion von Sendungen und so weiter sind hier speziell gewünscht. Es handelt sich also nicht um ein kommerzielles Projekt, sondern um ein gemeinnütziges, das sich aber selbst tragen soll. Also bitte nehmt dann mit mir Kontakt auf bei Interesse unter Detlef vom Wake News Radio, tv-stream@wakenews.net. Schreibt sich tv-stream@wakenews.net und ich setze mich dann mit euch wieder in Verbindung. Super, herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Bis bald. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.